Mein Liebling, lange haben wir gegen unsere Liebe angekämpft, oft unsere Nähe abgebrochen, als unsere Gefühle zu intensiv und innig wurden. Mein Leben hat sich geändert, als ich all das zugelassen habe. Ich habe auf einen Seelenverwandten gewartet, der nicht nur vor und hinter mir steht, sondern direkt neben mir geht. Es ist die Macht der Liebe, die ganz unerwartet jede Berührung und jeden Kuss einzigartig macht. Ich liebe dich aus so vielen Gründen. Das Wichtigste ist der Glaube an uns. Unsere Liebe ist grenzenlos. Erfüllt mein Leben mit Sinn, Mut, Willen und unendlichem Glück. Danke, dass ich all das mit dir erleben darf. Egal. Das ist das höchste Glück, welches dem Menschen widerfahren kann. Man nennt es wahre Liebe. Es ist ein unglaubliches Glück, wenn man die Schönheit der Welt erkennen kann. Aber noch viel wertvoller ist es, wenn man das Besondere, das eine für sich Besondere in der Welt erkennt. Und wenn ein Mensch das Glück hat, den einen Menschen auf der Welt für sich zu finden, den, den er in seinem Herzen trägt, dann nennt man das ebenfalls wahre Liebe. Und ihr zwei seid so ein glückliches Paar. Ihr habt das Besondere im Leben gefunden, nämlich euch. Und das auf eine ganz spezielle Art und Weise. Denn diese Begegnung ist vollgepackt mit unglaublich viel Mut und einer ordentlichen Portion Schicksal. Eure erste Begegnung fand im Jahr 2011 statt. Jedoch nicht ganz freiwillig, denn ihr habt, wie es das Schicksal haben wollte, gemeinsam euer Abitur geschrieben. Es war jener Tag, welcher euer gesamtes Leben total auf den Kopf stellen sollte. Als ich den Pausenhof betreten habe, ist mir sofort dieser wundervolle Mensch aufgefallen. Sie stand an der Tischtennisplatte und hat mich einfach nur angestrahlt. Dieser erste Blickkontakt hat mich förmlich gefesselt. Es war ziemlich krass, was da passiert ist, denn es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Isa teilt mir mit. Ihr dürft euch gern zwischendurch einen Pussy geben oder so. Habt ihr nicht geglaubt, dass ihr es braucht, gell? Isa teilt mir mit, dass sie ebenfalls sofort total schockiert war und ihre Augen gar nicht mehr abwenden konnte von dir. Eine ziemliche Herausforderung, dann auch noch Abitur zu schreiben. Aber ich glaube, ihr habt es mit Bravour gemeistert. Es folgten viele Nachrichten, viele Treffen und ganz viele Schmetterlinge im Bauch. Dennoch dauerte es ganze 5 Jahre, bis ihr endlich voll und ganz zueinander finden durftet. Denn irgendwann wolltet ihr nicht mehr nur träumen, sondern euren gemeinsamen Traum auch leben. Ihr wolltet es laut rausschreien, damit es endlich jeder weiß. Und seit diesem Tag seid ihr zwei unzertrennlich. Unsere gemeinsame Reise, die wir gewählt haben, ist kein Auf und Ab von Schwächen und Stärken, von Freuden und Traurigkeit, von Herausforderungen und Zielen, sondern das Einzige, was uns am Leben hält und über all das hinaus uns täglich Kraft gibt, ist die Liebe, die wir in uns füreinander tragen. Es schien für mich lange unmöglich, diesen einen Menschen zu treffen, den ich brauche auf meinem Weg, auf dem ich meine Gedanken und meine Gefühle sammeln und in Emotionen erleben darf. Und dann kamst du, mein Liebling, mein Mensch. Das Leben mit dir fühlt sich so unendlich leicht und unbeschwert an.